Hallo zusammen, ich habe hier unseren Standardkühlschrank Wemo 76F. Flach ohne Eisfach. Ganz einfach. Wir haben hier Platz für 1,5 Liter Flaschen und hier hinten ein flaches Kühlelement, durch das mehr Platz im Kühlschrank. Und die Frage ist immer, brauche ich ein Eisfach? Ja oder nein? Wir haben den gleichen mit Eisfach, aber das verlinke ich euch in einem anderen Video. Das Kühlaggregat ist hier nicht im System, sondern ich kann das Kühlaggregat hier hinsetzen. Wir haben noch einen Aggregatbefestigungswinkel, da kann ich das irgendwo montieren. Ich kann das auf die Seite setzen. Standardoption. Standard ist 1,5 Meter Leitung. Das reicht, um den irgendwo im Umkreis zu montieren, im Kasten nebendran, im Keller unten drin. Da schneide ich einfach ein großes Loch raus, 20 x 20 cm, schiebe das Aggregat in den Keller, mache das Loch wieder zu und schiebe den Schrank zum Beispiel in die Nische rein. In der Nische drin muss ich den Kühlschrank hier anschrauben und wenn ich dann hier von der Seite schaue, kann ich hier in das Gehäuse reinschrauben und den Schrank so fixieren. Wir haben auch, wenn ihr eine breite Front habt, auch einen Einbaurahmen, den man nicht immer braucht und so kann ich den Schrank bündig montieren, so geradeaus. Ich kann hier die Türe aufmachen oder ich kann das auch nach hinten montieren, so dass der Schrank hier offen steht. Weiter kann ich den Schrank umwandeln. Das Standard ist rechts. Auf Wunsch kann ich unten Scharnier lösen. Da mache ich euch sicher ein Video. Findet ihr Umwandeln vom Kühlschrank. Und so geht der Schrank in die Richtung auf. Optionen von diesem Schrank. Das ist der Katalog 2021 und ich finde den Kühlschrank auf Seite 34, den Katalog verlinke ich euch unten drin. Hier steht jetzt Aggregat nebendran. Wir haben eine Maßzeichnung und wir haben hier sehr viele Optionen. Also es gibt die zwei Geräte mit dem N, also normal mit dem Eisfach und den F ohne Eisfach. Und hier haben wir dann Optionen, zum Beispiel 230 Volt Vorrangschaltung. Die 230 Volt Vorrangschaltung ist hier eine andere Steuerung drauf. Normalerweise läuft der Kühlschrank auf 1224 Volt und wir haben eine Option, dass er auf 230 Volt läuft. 230 Volt, ich sag mal, wenn ihr ein Boot habt, was viel im Hafen liegt, oder ihr Dauercamper sind und viel auf Campingplätzen rumsteht, also nicht irgendwo frei oder nicht reisen, dann empfiehlt sich sowas. Wenn ihr das nur gelegentlich braucht, dann eher nicht, weil dann könnt ihr ein Ladegerät zulegen, das Geld hier eher ins Ladegerät investieren, dass ihr die Batterie laden könnt und von der Batterie den Kühlschrank betreiben. Eine weitere Option ist hier im Katalog drin, digitaler Thermostat. Standard habe ich beim Kühlschrank. Standard habe ich bei diesem Kühlschrank hier die Temperatureinstellung über ein ganz normales Drehrad, einen ganz einfachen mechanischen Thermostaten. Und hier gibt es die Option vom Digitalthermostat. Also ich kann den irgendwo setzen und so
sehe ich die Temperatur, ich kann die Grad genau einstellen, ich kann die Schalthysterese einstellen, ich kann den sogar kalibrieren, ich kann die Anlaufzeit verstellen. Also das ist ein Industrieregler von Eliwell, da kann man praktisch alles einstellen. Als weitere Option gibt es Kupplungen, Kupplungen für Leitungstrennung und längere Leitung. Standard ist eben dieser Schrank mit einer 1,5 Meter langen Leitung. Jetzt möchte ich das Aggregat nicht hier oben, nicht nebendran, nicht hinten dran, sondern ich will das weg. Irgendwo im Wohnmobil, in der Garage, im Zwischenboden oder irgendwo im Kasten weit weg. So kann ich hier zum Beispiel sagen, ich brauche hier 3 Meter Leitung oder 2 Meter Leitung oder 2,5 Meter Leitung. Müsst ihr so bestellen, ist kein Thema, können wir liefern innerhalb etwa einer Woche. Und wenn ihr jetzt durch einen Schiffschott durch müsst, in die Backskiste, dann könnt ihr nicht so ein großes Loch machen und das Aggregat durchschieben, sondern dann gibt es Kupplungen, also Kältemittel, Schnellkupplungen. Ihr könnt die Leitung trennen und wieder zusammenschrauben. Mache ich euch sicher ein Video. Weiter gibt es Optionen bei diesem Schrank. Wir haben den Aggregatbefestigungswinkel. Das ist dieser Winkel hier. Den kann ich an die Wand schrauben und das Aggregat hier drauf stellen. Hier hinten einhängen, vorne anschrauben. Ja, oder ihr baut euch selber sowas, ist überhaupt kein Thema. Und als nächste Option habe ich den Einbaurahmen, den habe ich euch schon gezeigt. Und ein zusätzliches Tablar oder ein Gitterrost. Hier ist Standard nur ein Gitterrost drin. Auf Wunsch könnt ihr einen zweiten haben. Müsst ihr so bestellen. Ist an sich auch Ablager lieferbar. Auf die anderen Videos. Hier seht ihr den 106N. Das ist der mit dem Eisfach. Den gleich großen, aber das Kühlaggregat hier hinten integriert. Der 66N. Dann ein gleich großer Tiefkühlschrank, den ihr unter diesen Schrank stellen könnt, dem 55GS. Und ein Video über die Kupplungen, wie man Kupplungen montiert, irgendwie ein Beispielvideo. Ich wünsche euch einen schönen Tag.